Hallöchen, meine Damen und Herren. Die Volvos haben ein Leck geschlossen, durch das man bis vor kurzem noch, bis vor wenigen Stunden sogar, SV-Cheats, also clientseitige Cheats, einfach so benutzen konnte. Junge, jetzt kriege ich jetzt langsam hier, werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam! Gestern haben mich ein paar von euch angeschrieben, ganz vorne mit dabei, Bom und Sanse, vielen Dank an euch beide, die mir Bescheid gegeben haben, dass es unter anderem einen Streamer gibt, der gerade live zeigt, wie man eben diese SV-Befehle nutzen kann, während man live zockt, also vielmehr online spielt. Diese Befehle benutze ich unter anderem auch für meine Videos, die nutze ich aber dann natürlich auf meinem Offline-Server, also einfach in meiner eigenen Session. Mit SV-Cheats 1 aktiviert kann ich dann zum Beispiel Noclip benutzen, ich weiß nicht genau, ob das online ging, aber du konntest auf jeden Fall eine Art Wallhack aktivieren, wie hier jetzt zum Beispiel zu sehen. Eine ganz schön freche Geschichte. Viele andere Dinge gehen damit natürlich auch, mit denen man sich einfach einen Vorteil verschaffen kann. Man konnte auch sein Viewer-Model umstellen und. Mitunter wirklich sehr gefährliche Sachen. Das war möglich bis vor ein paar Stunden. Vor circa 6 oder 7 Stunden, bevor dieses Video erschienen ist, vielleicht sogar vor 8 dann mittlerweile, kam ein kleines Update, ein 2 Megabyte großes Update für CS2 und darin wurde das wieder gefixt. Wie lange das insgesamt nutzbar war, weiß ich nicht. Es scheint zumindest so, als wären es nur Stunden gewesen, in denen man eben das nutzen konnte. Von einem kleinen Update, von einem 1, 2, 3 Megabyte Update zum nächsten. Was Valve da getrieben hat, weiß ich nicht. Ich kann mir das nur sehr schwer erklären überhaupt oder vorstellen, dass solche Dinge wie eben die SV-Cheats-Geschichte, dass die aus Versehen in den öffentlichen oder vielmehr in den Online-Modus gerät und nicht einfach nur privat genutzt werden kann. Da hat dann der Praktikant reingeschissen oder was? Ich weiß es nicht. Also es wirkt schon sehr hanebüchen. Aber jetzt ist die Gefahr ja zum Glück wieder gebannt. Was Volvo natürlich jetzt nachreichen muss, sind auch ein paar größere Updates. Also ich denke, so in 1, 2, 3 Wochen werden die Kapseln noch reduziert werden. Das ist im Moment ja auch eine Sache, auf die halt viele warten. Und wenn das dann läuft, ich denke, dann sollten Updates kommen, die eben mit dem Spiel auch so ein bisschen rumwursteln. Also sowas wie halt dann Maps, vielleicht auch sogar Gameplay-mäßig ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil der feste und vor allem alte Kern von Counter-Strike will natürlich nicht, dass irgendwie Gameplay-mäßig großartig was verändert wird. Ich denke, das will so gut wie niemand, dass man auf einmal halt mit einem Raketenwerfer spielen kann oder sich hinlegen kann oder so ein Scheiß. Das passt nicht für das Spiel. Aber andere Gameplay-Changer, wie zum Beispiel die Smoke, die waren ja doch jetzt ganz nice. Und da ist man eben natürlich gespannt, was so kommt. Das ging vor dem Major logischerweise nicht. Das ist uns ja auch allen klar, dass man halt ja vor so einem großen Event nicht einfach das Spiel verändern kann. Weil wenn dann irgendwas nicht richtig klappt, ist man angeschissen. Ich habe ja vorher noch beim Philipp reingeguckt, beim 3-Klicks Philipp, und er hat hier eine schöne Aufdröselung der Erscheinungszeiten der Operations gemacht. Das ist in seinem aktuellsten Video What's Next for CS2. Bei Go gab es 247 Tage nach dem Release die erste Operation. Seit dem CS2-Release sind jetzt 193 Tage vergangen. Also man könnte dann meinen, wenn sie sich ungefähr an diese alten Abstände halten, dass dann bald was kommt. Natürlich darf man nicht vergessen, und das sagt er hier auch in seinem weiteren Verlauf, ich kann es eigentlich durchlaufen lassen auf lautlos, im weiteren Verlauf des Videos sagt er dann eben, dass natürlich diese neue Engine ein Riesending ist, die muss man nun mal eben erst lernen und deswegen kann es ein Ticken länger dauern, aber dann wiederum geht er hier an der Stelle noch auf die Mapper ein, die im Moment für CS2 mappen, die kennen sich mittlerweile sehr, sehr gut aus und man wird dann wohl bald mit was rechnen können, hofft er zumindest, hoffen wir alle, dass da mapmäßig irgendwas nachkommt. Also ich würde wie eben schon erwähnt Folgendes sagen, gerade weil ich auch immer wieder gefragt werde, wann kommen denn jetzt Updates. Die Stickerkapseln werden jetzt in X-Zeit runtergesetzt, in 1, 2, 3 Wochen oder so, vielleicht in 4, man weiß es nicht, aber sobald die runtergesetzt sind, ist eigentlich Tür und Tor geöffnet für weitere Updates. Ob man jetzt feste sagen kann, kann man diesen Sommer noch mit einer Operation rechnen oder sowas, da, so würde ich gar nicht denken. Ich würde es einfach laufen und vor allem die Volvos machen lassen. Am Ende wird es ja dann sowieso wieder so, dass es halt jedem gefällt, fertig. Guck dir Source an, guck dir Go an, guck dir 1.6 an. Ja, Anfang Pui und danach Hui. Also wollen wir schön weiterballern und Updates pressen. Da ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe und das Video jetzt im besten Fall direkt kommen soll, lösen wir keine Giveaways auf, machen auch kein neues. Ich zeige euch nur noch geschwind das aktuelle Knife-Giveaway. Und zwar gibt es bei uns auf Twitch aktuell das Paracord Knife Boreal Forest im Livestream zu gewinnen. Kommt einfach rum, ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Man kann ganz kostenlos mitmachen, einfach reinkommen und eben dabei sein. Dann sehen wir uns am morgen im nächsten Livestream oder halt am Mittwoch im nächsten Video. Gut, haut da rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke für die Kommentare. Absoluter Banger. Also ich habe alleine im letzten Top 10 und Top 10 Videos sind bei mir die sind für die Kenner, sage ich mal. Für die Connoisseure des Bubbler-Contents. Klar, die meisten gucken bei den Update-Videos rein oder bei Videos wahrscheinlich auch wie dem hier. Da gucken auch viele andere rein, viele neue und so. Und die Top 10 Sachen, das sind so, das zählt schon zu Community-Pflege. Da ist halt deutlich weniger los. Ne? Aber das letzte Top 10 steht mittlerweile, lass mich kurz gucken, dass ich nicht lüge, bei 61 Kommentaren. Barbados! Kuss. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Ich versuche immer noch, den Kommentaren Herr zu werden und zu
Antworten, also die Kommentare zu kommentieren. Es ist so schön, dass ihr so viel schreibt und es ist so schwer, das alles zu beantworten, weil es so viel ist. Ich gucke, dass ich es weiter durchprügel. Vielen, vielen Dank an euch für diese Interaktion. Das ist einfach der Hammer. Natürlich auch in den Streams, wie ihr da halt mit mir rumschnackelt, das zusammen spielen und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank dafür. Gut, okay, dann sehen wir uns, wie gesagt, morgen im Stream, übermorgen im nächsten Video. Haut rein, danke für alles. Leder! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.